Hallo. Hallo. Leute, es geht sehr wild umher, gerade in der letzten Zeit in der Streamer- und YouTuber-Szene, wie wir gesehen haben. Wird immer wilder, würde ich sagen. Und ich dachte, ich muss mich auch mal selbst verteidigen können, oder? Und wozu habe ich einen Freund, der MMA-Kämpfer und Trainer ist? Aber nicht nur das. Naja, eigentlich schon, weil MMA ist ja von allem was, oder? Von allem etwas. Also MMA verbindet halt alle Kampfsportarten. Es ist immer so, dass die Leute denken, MMA ist nur eine Kampfsportart. MMA ist einfach ein Großbegriff für alle Kampfsportarten. Das heißt, zwei Menschen treffen sich, haben die Möglichkeit, alles zu benutzen, was in deren Repertoire quasi vorhanden ist, und versuchen dann den Gegner ja möglichst effektiv auf die Fresse zu hauen, würde ich schon sagen. Ne? Nicht umsonst heißt es Mixed Martial Arts. Es ist alles dabei und wartet mal, ich kann nichts davon. Auf der Street ist es wild. Es ist deswegen wild, möchte ich mich auch verteidigen können. Das ist natürlich auch tricky, denn in einer Beziehung gibt es ja immer einige Themen. Könnte ausarten, Leute. Ja, aber ich finde auf jeden Fall, ich will was lernen und dann will ich Leute auschoken quasi. Würdest du sagen, ich bin Talent? Also ich würde schon sagen, dass du eine gute Hand-Augen-Koordination hast. Aber die Talentierten sind meistens die, die weniger fleißig sind. Ne? Damit hast du mein ganzes Leben gefickt, gerade ohne Scheiß. So mein Geben und Nehmen, wisst ihr, kann ich dir die ganze Zeit Komplimente raushauen, ne? Okay, ich mache mich ready. Let's go. Kampffrisur wird vorbereitet. Oh, okay, warte mal kurz. Wow. Yes. Normalerweise fängt man wirklich an mit einem Warm-up. Gerade beim Bodenkampf ist es wichtig, sich vernünftig warm zu machen, die Gelenke vernünftig warm zu machen. Okay, wir machen uns warm und dann sehen wir uns mit der ersten Lektion. Kurz warm machen, eine Runde und dann Gas geben. Also, wir steigen quasi da ein, wo man beim MMA jetzt einen, nachdem man den runterbekommen hat irgendwie, oder? Genau, also das Wichtige ist beim Grappling zu verstehen, es ist wirklich purer Bodenkampf. Man startet zwar im Stand, aber man muss den Gegner durch ringerische Angriffe oder irgendwelche Würfe zu Boden bekommen und dann geht quasi der Bodenkampf los. Ich würde mal sagen, wir zeigen einfach ein paar Submissions. Das sind so die gängigsten Submissions, die am bekanntesten sind. Das ist einmal der Rear Naked Choke, der Mataleon, der Löwenkiller. Wow. Quasi Triangel, würde ich sagen, ist auch so ein sehr, sehr, sehr gutes Ding. Und eine Armbar, würde ich noch sagen. Man muss auch verstehen, es ist immer noch ein Sport. Das heißt, sie oder ich habe immer die Möglichkeit, kurz bevor ich schlafen zu gehen, kurz bevor mir irgendwas gebrochen wird, aufzugeben, indem ich einfach abklopfe. Und dann man tappt zwei, dreimal oder ich klopfe auf den Boden ab. Ich signalisiere damit quasi, dass ich keine Möglichkeit habe, mehr rauszukommen, keinen Bock mehr habe, lieber Bock auf PlayStation habe. Was auch immer die Ausrede ist. Das muss man auch an dieser Stelle nochmal genau sagen. Das ist keine Gewaltausübung hier, das ist ein Sport einfach. Ne? Und wir wollen ja auch sportlich und fair bleiben. Also vom Namen her gefällt mir schon mal am meisten Real Naked Choke. Der Real Naked Choke. Wichtig dabei ist, der Real Naked Choke klappt eigentlich nur, wenn ich quasi den Rücken eingenommen habe. Das heißt, okay, Geht jetzt einfach mal davon aus, wir hatten eine wilde Rauferei und ich habe es geschafft, ihren Rücken einzunehmen. Der Vorteil natürlich offensichtlich von hinten, ich sehe, was abgeht, sie nicht. Oh. Wichtig dabei ist, den Oberkörper, in dem Fall den Unterkörper, in dem Fall die Hüfte zu kontrollieren. Oh. Und das schaffe ich, indem ich meine beiden Beine, man sagt Hooks oder Haken auf Deutsch, also um den Körper schlinge. Es gibt verschiedene Variationen, das sind zwei Hooks, ganz normal, mit drin zwar ein bisschen. Moderner ein bisschen ist der Bodylock, mit einem Fuß komplett rüber auf die andere Seite und lockt ihn quasi ein. Das macht oder das sorgt jetzt quasi dafür, dass meine Beine ein Schloss bilden und das erschwert es ihr quasi rauszukommen. Wenn sie nicht weiß, was sie tut, was bei vielen Anfängern der Fall ist, wenn fortgeschritten mit Anfänger rollen, greife ich sie hier, versuche mit meinem Unterarm unter ihr Kinn zu kommen, platziere meine Hand hinter ihrem Schulterkopf. Das ist auch so ein bisschen schön. Es ist einfach noch schön. Ich versuche Druck auszuüben. Das schaffe ich, indem ich meinen Arm hinter ihrem Kopf quasi verstecke. Ich versuche einfach nur mit meinen Schultern nach hinten zu gehen. Ich versuche, sie quasi zu würgen, auch für alle Schlawiner dort draußen. Ich versuche, sie hier quasi zu würgen, ziehe aber nur, bringt nichts. Was bringt das? Ich muss das Fenster kleiner machen. So, testen wir das mal andersrum. Yes! Wieder zurück. Ne? Sie, ne, auf romantische Basis, bringt beide Hooks rein. Ja. Ich habe keine Möglichkeit zu entfliehen. Ne? Keine. Kann mich nicht drehen. Was du jetzt machen würdest, ist genau. Deine Brust muss quasi enger mit dem Rücken sein. Genau. So. Du musst wirklich eng sein und den Kopf am besten an der Seite ablegen. Einen Kopf immer auf der Seite haben. Sie, ne, greift hier quasi einmal durch,
platziert das Kinn auf ihre eigenen Hand, deine linke Handfläche auf deine rechte Armbeuge legen oder auf deine rechte Bizepsbeuge quasi. Jetzt, ne, wirklich das Wichtigste, ja, dass man von außen kommt. Das heißt, diese Hand sneakt hier rein. Klack. Zack. Arm rein. Zack. Arm in die Armbeuge. Zack. Genau. Jetzt. Und jetzt? Ellbogen zusammendrücken. Yes. Und Schulter nach hinten zurück. Eher langsamer. Langsamer. Oh. Nochmal. Oh, ja. Also, es geht weiter. Und zwar die Frage, die sich so manch ein Jugendlicher heutzutage stellt. Wie breche ich denn am besten Arme? Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Man kann es von unten machen tatsächlich. Man kann es von oben machen. Das klingt irgendwie ein bisschen pervers, jetzt wo ich es ausgesprochen habe. Ich schwöre dir, ist mein... Also, ich gucke die ganze Zeit schon. Geh mir zur Armbar. Geh mir davon aus, dass sie in meiner Guard kommt. Das heißt, ich liege auf dem Rücken. Okay. Sie ist oben. Das ist die Guard. Von hier sieht es so aus, als ob man eigentlich ein bisschen unterlegen ist. Viele kennen auch dieses... Viele kennen auch dieses, Eier am Boden schlägt man nicht mehr, das ist so eine Straßenregel. Nein, Bruder, gibt's nicht mehr. Von hier, es ist einfacher für mich, ihre Arme zu attackieren, ne? Wenn ich wirklich ihre Arme ausschiebe. Ihre Arme sind quasi aufgestellt. Wichtig dabei ist, ich will ihre Arme quasi in greifbarer Nähe haben. Ne? Meine Aufgabe dabei, oder was ich versuche, ist, das Bein über den Kopf zu bringen. Jetzt, Füße eng zusammen, Knie eng zusammen und... Wenn sie sich quasi nach oben gehen würde, gehen wir nach oben, kann ich einfach, ne, das klappt nicht immer, aber ja, in dem Fall klappt es ganz gut. Ich habe jetzt hier den Arm quasi, ne, greife das Handgelenk, ne, und lehne mich nach hinten. Oh. Wichtig jetzt, ich habe hier den Arm und Spannung auf der Hüfte. Der Hebel funktioniert erst, wenn ich hochgehe mit der Hüfte, oh, und jetzt den Arm runterdrücke. Jetzt habe ich hier eine Spannung und kann den Arm brechen. Und wenn, oh, wenn sie nicht tappt, breche ich ihren Arm. Ich breche ihren Arm. Ich will ja auch mal den Arm brechen, kann ich? Genau. Kann genau, ich? Genau. Also, wir sind hier in einer sehr brenzligen Situation. Nach dem Club, 2 Uhr morgens, ist irgendwie eskaliert. Sie liegt unten, ich oben. Also, diesen Arm, Pinzi. Armbeuge auf Armbeuge. Wenn ich jetzt meinen Arm versuche rauszuziehen, hat sie kurz eine Möglichkeit, ne, gegenzuhalten. Und jetzt kannst du, wenn du hier ziehst, dich in... So genau, einsehen. Seitlicher genau. Crunch. Dem holst du Schwung und kommst um meinen Kopf rum. Geil. Genau, aufpassen, ja, aufpassen. Ja. Den Arm festhalten, mehr auf Unterarm gehen, ja, genau. Sie kontrolliert mein Handgelenk. Jetzt versuchst du einmal Schwung zu holen und mich quasi nach da zu drücken. Ne? Du holst mit meiner Hüfte? Genau. Du holst einmal Schwung. Und hier ziehen wahrscheinlich. Genau. Du machst, ne, holst einmal Schwung, machst dich klein. Oh. Und dann drückst du mich nach oben. Hoppala. Genau. Ich, wow, fahre hinten. Und jetzt nach hinten rein, quasi, ne? Genau. Mein Handgelenk geht langsam nach hinten. Ja. Und jetzt, wenn der Arm gerade ist, drückt sie nur noch die Hüfte hoch. Hüfte hoch. Boah, krass. Genau. Oha. Oh, und dann will der Arm breaken. Ich fühle mich so mächtig, Leute. Ihr habt keine Ahnung, ey. Die letzte Submission, die Triangle. Sie wieder in meiner Close Guard, wie auch immer es passiert ist. Ich versuche, sie ein bisschen nach hinten zu schieben. Dadurch benutze ich meine Beine. Ich habe beide Arme hier. Einen versuche ich zu isolieren. Das schaffe ich, indem ich, ich mache es mal ganz simpel und trocken, hier quasi meine Beine umschlinge. Ich mache es noch nicht zu. Ne? Mhm. Aber jetzt, wie ihr seht, ein Arm ist frei und ein Arm ist quasi eingesperrt. Ne? Ich nehme den Overhook rechts. Ne? Das heißt, ich sperre den Arm rechts ein. Auch hier gilt wieder, wenn sie rauskommen möchte, sie muss ein bisschen ziehen, aber ich habe ein bisschen Zeit. Ne? Ich versuche hier Platz zu machen. Ich schiebe den Arm raus. Wow. Hier habe ich weniger Hebel, hier habe ich mehr Hebel. Jetzt, mein Bein muss hier runter über die Schulter. Ich halte ihr Handgelenk fest, schrimpe ein bisschen mit der Hüfte zur Seite. Ich mache Platz und gehe hier rüber. Ihr seht, ein Bein geht rüber über die Schulter. Das andere Bein nutze ich, um das Schloss quasi zuzumachen. Ich platziere mein Bein über meine Beuge hier. Bap. Mhm. Jetzt ist das Schloss quasi zu. Zwei Möglichkeiten. Entweder ihr Arm bleibt außen, ich ziehe am Kopf eng und drücke meine Hüfte hoch. Mhm. Ne? Das ist eine Möglichkeit, sie zur Aufgabe zu zwingen. Oder, das ist so die gängigste Methode, ich nehme diesen Arm hier, drücke den auf die andere Seite. Diese Schulter soll gegen ihre Halsader drücken. Ich drehe mich ein, ne? Jetzt habe ich hier einen Squeeze und jetzt drücke ich meine beiden Beine zusammen, hier. Oh, genau. Fast vergessen. Das ist das Ding, wenn ich tapp, geht schlafen. Also du hast sehr, sehr starkes Us. Bein, muss ich sagen. Kann ich damit halten, das ist jetzt die Frage. Position. Lach mich so. Den Wegschritten, jetzt, wie ihr seht, hier entsteht ein Fenster. Wieder zur Seite ein bisschen, genau. Oh, okay. Und jetzt quasi das andere Bein rüber. Einhaken, genau. Aber so einhaken, dass quasi der Fuß in deiner Kniekehle ist. Ach ja, das weiter, weiter, weiter. Soll ich noch weiter? Ja, genau. Oh, genau. Das Ding ist, ihr braucht einen Winkel. Je mehr ihr den Winkel verändert, desto kleiner wird das Schloss. Andere Variation, machen wir die Triangle zu. Sie hat den Winkel nicht. Das gibt's oft, weil Leute hier einfach festhalten. Ja. Was macht sie? Sie nimmt den Arm, der frei ist, positioniert ihn auf der anderen Seite. Genau. Dann drückt sie die Hüfte ein bisschen hoch und zieht mir den Kopf. Nimm meinen Kopf runter. Genau.
ziehen und rutscht. Quasi zu verkleinern. Ne? Finde ich aber auch das coole am Kampfsport, dass du wirklich lernst, mit deinem Stress umzugehen. Weil wenn du wirklich in der Lage bist, in einem Kampf ruhig zu bleiben, in einem ernsten Kampf, wo du wirklich Schaden nimmst und trotzdem noch in der Lage bist, zu sagen, ich bin Herr meiner Sinne, ich weiß, was ich mache. Das kann man so krass auf den Alltag übertragen. Du wirst nie wieder ausrasten, wenn dich irgendwer im Supermarkt voll labert, wenn dein Chef dich anschreit, wenn deine Mutter dich anschreit, dass du dann wirklich sagst, okay, ich bleib erstmal ruhig, ich bleib jetzt nicht emotional. Ich höre mir erstmal an, was sie zu sagen hat oder er zu sagen hat. Und dann reagiere ich, anstatt direkt emotional, sondern ey, bleib erstmal cool, so ein bisschen. Ne? Schelle verteilen kann man immer am Ende. Schelle verteilen kann man immer. So lange auszögern, wie es geht. Aber rückwärts geht nie. Du kannst nicht erst eine Schelle geben und danach sagen, ey, sorry, ich dachte, du hast gesagt so. Er denkt laut, der ist, hab ich auch schon erlebt. Ja, aber ist doch schön, im Kampfsport lernt man was fürs Leben. Man lernt fürs Leben. Us. Aber ich sehe schon, du bist ein bisschen ins Schwitzen gekommen. Ja, ich hab dich ein bisschen auseinandergenommen. Wir nehmen anders auseinander als beim Kampfsport. Psychisch also, viel auch. Ja, dann meine ich doch. Leute, falls ihr mehr Kampfsportlektionen. Er hat einfach gegen die Wand gedreht. Auf jeden Fall, falls ihr mehr sehen wollt, lasst uns gerne ein Like da. Es gibt natürlich noch viele weitere Lektionen im Kampfsport. Ringen, Kickboxen, Selbstverteidigung, wow. How-to-Schlägerei, How-to-Defend-Myself, Schellen verteilen. Das ist besonders in dieser Zeit sehr wichtig, How-to-Schellen verteilen und How-to-Schellen einstecken.